mit eingeblendeten, verdammt, mit den entsprechenden Tabs. Ja, was auf Dauer nicht so wirklich funktioniert, ist dieses, ich nenne es Malen nach Zahlen, also Spielen nach Tabs, ohne wirklich zu wissen, was man dabei tut. Und so mancher weiß dabei noch nicht einmal, welchen Akkord er gerade spielt. Hab ich dich erwischt? Okay, dann wird's Zeit, was zu ändern. Hallo, Stefan Piedrick hier und willkommen im neuen Video. Über den Wolken von Reinhard May ist ein sehr guter Start dafür, weil es funktioniert auch mit einer Standardzupftechnik ohne jegliche Variation. Und genau diese Standardzupftechnik, die zeige ich dir jetzt zuerst. Und wenn du schon aus dem Stadium herausgewachsen bist oder dann aus dem Stadium herausgewachsen bist, dann ist der Rest des Videos, oder besser gesagt das eigentliche Video, genau das Richtige für dich. Natürlich dann auch mit den entsprechenden Tabs, was sonst. Die Standardzupftechnik für Über den Wolken könnte man theoretisch dann auch im Travis Picking spielen. May spielt es nicht im Travis Picking, sondern in seinem speziellen May Picking, soll man es so nennen. Ich glaube, man nennt es sogar so. Er benutzt den Daumen tatsächlich nur für die Basstöne, E, A, D-Seite. Zeigefinger zupft immer die G-Seite, Mittelfinger immer die B-Seite und Ringfinger immer die helle E-Seite. Und dabei zupft er auf die Zählzeit 1 den Basston und die helle E-Seite. Ich nehme als Basston jetzt mal die A-Seite, beispielhaft. Auf die Zählzeit 2 die G-Seite, auf die Zählzeit 2 und die B-Seite, auf die Zählzeit 3 wieder den Basston, auf die Zählzeit 3 und die helle E-Seite und auf die Zählzeit 4 die G-Seite. Bei einer ersten kleinen Variation der Standardzupftechnik, das kannst du am Anfang noch völlig ignorieren, lässt er auf die Zählzeit 1 die helle E-Seite weg. Alles andere bleibt gleich. Oder was auch öfter vorkommt, er spielt statt der E-Seite auf der Zählzeit 1 die B-Seite. Natürlich dann mit dem Mittelfinger. In der Strophe. Zuerst zwei Takte B-Moll, danach zwei Takte E-Dur und vier Takte A-Dur. Ganze viermal hintereinander. Und für Barré-Verweigerer oder Leute, die einfach kein Barré spielen können, wobei ich denke, wenn man die Zupftechnik beherrschen will, in dem Tempo dann auch, dann sollte man vielleicht auch schon Barré können. Ja. Aber egal, natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, das ohne Barré zu spielen. Das wäre dann ein Ganzton tiefer, das Ganze. Statt B-Moll dann ein A-Moll. Zwei Takte. Statt E-Dur, dann ein D-Dur, zwei Takte. Und statt A-Dur ein G-Dur für vier Takte. Und falls du das dann trotzdem in der Originaltonart spielen willst, na klar, ne? Kapodaster in den zweiten Bund. So, nur mal als Zwischeninfo, wieder weg damit. Ne? Im Refrain geht's weiter mit B-Moll für zwei Takte. Dann, was war das? Wo steht's? Ah, hier. Dann zwei Takte E-Dur und vier Takte A-Dur, so kennst du es ja schon von der Strophe, also das gleiche wie in der Strophe. Aber nur einmal,
Dann folgt wieder B-Moll, zwei Takte, E, zwei Takte, A-Dur, zwei Takte und zwei Takte D-Dur. Oder für die A-Moll-Spiele dann ein C-Dur. Dann nochmal zwei Takte A, zwei Takte E und vier Takte A. Wobei du nur die ersten zwei Takte zupfen solltest und für die letzten zwei Takte einfach einen Abschlag machst. So, die Standardzupftechnik und den Songablauf hast du drauf und auch schon ein paar Mal mit entsprechendem Tempo durchgespielt. Super, dann bist du bereit für die Variation. Wann und wo du diese einbaust, das bleibt völlig dir überlassen. Ja, wenn du Reinhard Maimer zuhörst, dann spielt er zwar auch immer die gleichen Variationen, aber auch immer an einer anderen Stelle. Ja, die kommt mal so vor und dann kommt sie mal ein bisschen anders vor und dann lässt er sie auch mal wieder weg. Und genau so solltest du das auch tun. Das heißt, das Beispiel, das ich dir hier gebe, das musst du jetzt nicht 1:1 genau nachspielen, sondern präg dir die Variation ein, bau die Variation in dein Standardspiel mit ein. Was ich hier mache, ist nur ein Beispiel. Die erste Variation bei B-Moll ist ein Hammering. Und zwar auf die B-Seite im dritten Bund. Zählzeit 1 greifst du das B-Moll noch ohne Mittelfinger, quasi ein B sus 2. Zupfst es an und auf die Zählzeit 1 und hämmerst du mit dem Mittelfinger auf den dritten Bund der B-Seite. Für das B-Moll gibt es noch eine weitere Variation und zwar noch ein Hammering im selben Takt. Auf die Zählzeit 1 und 1 und das Hammering, das du schon kennst, ne? Und auf die Zählzeit 2 und wieder den Mittelfinger hochheben zum Sus 2. Dann den Basston anschlagen auf die Zählzeit 3 und gleichzeitig wieder hämmern. Nächste Variation A-Dur, Zählzeit 1 A-Dur. Zählzeit 2, kleiner Finger hämmert auf den dritten Bund der B-Seite, Asus 4. Nächste A-Dur-Variation, Hammering wie erklärt, ne? Auf die Zählzeit 1 und 1 und mit dem kleinen Finger, auf die Zählzeit, was ist es, 3? Basston anschlagen und gleichzeitig ein Pull-Off wieder mit dem kleinen Finger. Und A-Dur-Variation Nummer 3 ist ein Hammering auf die Zählzeit 3, das heißt auf die Zählzeit 2 und erst den Ringfinger weg, auf die Zählzeit 3 Basston anschlagen und gleichzeitig hämmern wieder mit dem Ringfinger auf den zweiten Bund der B-Seite. Das Intro, das ich hier jetzt vorstelle, ist auf meinen Mist gewachsen, weil das Video, das ich als Grundlage für das Tutorial hier benutzt habe, da hört man zwar ein Intro, aber man hört es nicht wirklich. Und weil Zuschauer applaudieren und so, ja, ist eine Live-Aufnahme. Aber ich finde, es passt schon ganz gut. Probier's aus. Zuerst zwei Takte A-Dur mit einer Variation von der Standard-Zupftechnik. Dann zwei Takte, ein A-Dur um einen Bund verschoben. Das heißt dann B-Flat, Kreuz 11 mit A im Bass. Ja. Dann vier Takte A-Dur. Im ersten Takt habe ich hier die gleiche Technik wie vorher auch.
Im zweiten Takt mache ich ein Hammering auf die D-Seite im zweiten Bund, auf die Zählzeit 1 und 1 und. Und für den dritten und vierten Takt spiele ich die vier Seiten, also A, G, B und E-Seite, zupfe ich gleichzeitig an und lasse den Ton zwei Takte klingen. Nochmal im Zusammenhang. Strophe Takt 1 und 2 B-Moll. Im ersten Takt auf die Zählzeit 1 schlage ich nur den Basston an und im zweiten Takt die Geschichte mit dem Hammering. Mittelfinger, dritter Bund, B-Seite. Takt 3 und 4 E-Dur mit der Standardzupftechnik. Takt 5 bis 8 dann A-Dur. Im ersten A-Dur-Takt, also im fünften Takt der Strophe, ein Hammering, nee, noch kein Hammering, A- und B-Seite gleichzeitig und im sechsten Takt der Strophe dann ein Hammering, A-Dur, kleiner Finger, dritter Bund, B-Seite. Und dann noch zwei Takte A-Dur in Standard-Zupftechnik. Diese acht Takte einmal im Zusammenhang. Takt 9 bis 16, die gleiche Akkordfolge wie bei Takt 1 bis 8. Ja, beim B-Moll vielleicht in Takt 9 dann nicht nur die A-Seite spielen als Basston, sondern mache ich jetzt hier so die helle E-Seite noch mit, quasi Standardzupftechnik. Takt 17 bis 24, dann das gleiche nochmal. Beim vierten Mal Wiederholung, das ist jetzt Takt 25, dann B-Moll wieder ganz normal gespielt. In Takt 26 das B-Moll vielleicht mit diesem Doppelhammering, ne? Weiß Bescheid, ne? Auf die Zählzeit. Was ist es? Auf die Zählzeit 3, dann nochmal ein Hammering mit dem Mittelfinger und gleichzeitig den Basston anschlagen, nicht vergessen. Dann wieder zwei Takte E-Dur. Die letzten vier Takte der Strophe spielen wir dann ein bisschen anders. Das A-Dur mit dem Hammering, mit dem Ringfinger-Hammering auf die Zählzeit 3 und gleichzeitig den Basston.
Im nächsten Takt dann D-Saite, E-Saite, leere B-Saite, also Ringfinger hochheben und G-Saite. Ja, jeweils auf Zählzeit 1, 2, 3 und 4. Im nächsten Takt dann die A-Saite, G-Saite und B-Saite gleichzeitig angezupft. Und dann kommt der Übergang in den Refrain. Zuerst A-Saite, G-Saite, B-Saite gleichzeitig zupfen. A-Dur, ne? Danach Ringfinger weg. G- und B-Saite nochmal zupfen. Und Ringfinger wieder drauf. G- und B-Saite nochmal zupfen. Die ersten 8 Takte im Refrain haben dieselbe Akkordfolge wie in der Strophe. Das heißt wieder 2 Takte B-Moll. Im zweiten Takt mit dem Doppelhammering. Danach wieder E-Dur, Standardzupftechnik. A-Dur mit A- und B-Saite gezupft, im zweiten A-Dur-Takt dann ein A-Sus 4, dann wieder A-Dur und dann vielleicht ein A-Dur mit heller E-Saite. Danach geht es wieder mit 2 Takten B-Moll weiter. Zuerst Standard-Zupftechnik, dann mit Hammering, mit einem Hammering. E-Dur, dann wieder A-Dur mit Hammering kleiner Finger im zweiten Takt, und dann 2 Takte D-Dur, ebenfalls Standardzupftechnik. Und dann ein A-Dur mit Hammering. Und wieder Pull-Off auf die Zählzeit 3 und gleichzeitigen Basston gespielt. Dann wieder 2 Takte E-Dur, wie immer in Standard-Zupftechnik bei E-Dur. Und das Ende des Refrains spielst du genauso wie das Ende der Strophe. Das heißt, zuerst das A-Dur, ne, mit dem Ringfinger-Hammering auf die Zählzeit 3 und gleichzeitig Basston. Dann wieder die 4 Einzeltöne und dann wieder Einschlag A, G und B-Saite. So viel von mir zu Über den Wolken von Reinhard May. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.